Hallo, liebe Aufrufer. Es ist hier etwas schiefes Englisches mal wieder. Ich weiß gar nicht, was hier immer so wackelt. Also Lichtgeschwindigkeit 2946 und ich habe hier etwas komplizierte Anordnung, denn ich komme immer noch nicht zu meinen Zeitungen. Also Neues Deutschland heute, Freitag, 22. Februar, hat interessante Sachen. Insbesondere, ich wollte das nochmal tadeln hier, das ist ein großer Quatsch, sowas aufzumachen. Da kommt wieder der SED-Geist durch. Bundesregierung hält verdächtig enge Beziehungen zur Finanzwirtschaft. Mein Gott, Walter, es ist Aufgabe der Bundesregierung, einen Finanzminister zu haben, Landesfinanzminister im Föderalismus, jede Stadt hat einen Stadtkämmerer und die müssen aufs Engste mit der Finanzwirtschaft verbunden sein. Einschließlich, dass ja zum Beispiel es große Landesbanken gibt, es gibt die Bundesbank, es gibt die Kreissparkassen und so weiter. Das ist alles Finanzwirtschaft, die überhaupt staatlich ist und so weiter und so fort. Also das finde ich völlig absurd, was Sie dazu gemacht haben. Aber ich gehe trotzdem nicht näher auf den Artikel ein. Süddeutsche Zeitung heute, die zeigen hier die bombastische Zukunft in Damaskus. Es sieht so aus, als wollte man jetzt dem Assad die Eselsbrücke bauen, dass er dann mal demnächst freiwillig gehen soll. Mein Thema hier jetzt bei dieser Lichtgeschwindigkeit heute am Freitag, dem 22. ist aber letztlich doch was anderes. Ich wollte nur hier, das Thema habe ich schon vor 2 Monaten gehabt. Die Russen in Zypern und die Bankprobleme, die Bonitätsprobleme bzw. die Risiken, die man in Zypern mit russischem Geld hat. Mehr Waffenexporte in die Golfstaaten, auch das ist etwas, was ich vorhin bereits in der anderen Ausgabe zum fliegenden Holländer kritisiert habe. Bundesregierung hält an Stuttgart 21 fest. Auch hier muss man sagen, die Bundesregierung ist einer der nicht mehrheitlichen, also nicht entscheidenden Teilnehmer als Projektverantwortlicher für Stuttgart 21. Das ist ähnlich wie hier bei Berlin-Schönefeld, der Bundesbauminister Ramsauer, CSU, nur ein Minderheitsbeteiligter ist. Egal wie viel Geld der Bund gibt, Berlin und Brandenburg, also Wobereit und Platzeck, sind Mehrheit gegenüber Ramsauer. Insofern hat Ramsauer auch den schwarzen Peter. Er ist mit Schuld an der Misere, aber er kann nicht bestimmen, was die Wahl des Direktors betrifft, nachdem man jetzt Wobereit aufgrund seiner mangelnden Qualifikation entlassen hat, jetzt tatsächlich Platzeck an der ersten Stelle steht und eben nicht Ramsauer. Also Ramsauer muss zwar bezahlen und den Kopf hinhalten, aber er kann natürlich kritisieren, aber er kann nicht alleine entscheiden, überhaupt nicht. Er ist nicht der Mehrheitsentscheidungsgewaltmächtige. Katholische Kirche will Frauen fördern, dass ich nicht lache. So, und dann die Welt von heute, die eingeschleppten Tiere. Und ich komme jetzt zu meinem Thema. Mein Thema ist nämlich hier das, was ich schon immer mal wieder analysiert habe und kritisiert habe, dieses sogenannte demoskopische Meinungsumfragenforschung, genannte Propagandamüll. Allensbach-Institut in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frau Dr. Renate Köcher, jeden Monat einmal eine halbe Seite kommen die raus mit ihren Zahlen zu einem bestimmten Thema. Zu diesem Thema fragen sie und dann sagen sie, die Deutschen denken so und so. Ja, die Deutschen denken Wechselstimmung für den Bund oder die Deutschen wollen nicht wechseln oder irgendwas, sie immer sie fragen. Ja, wollen sie Inflation, wollen sie Krieg, wollen sie irgendwas immer, fragt Allensbach und am Ende kommt heraus, die Leute sagen zu so und so viel Prozent das und das. Und diese Ergebnisse, die die dort ermitteln, sie sind Müll. Ich will das jetzt mal beschreiben am Beispiel hier der Umfrage, die ich heute bei GMX auf der Startseite gefunden habe. GMX, also ist mein E-Mail-Lieferant. Da heißt es, glauben Sie an Verschwörungen im Vatikan? Das ist die Frage. Also, dazu muss man wissen. Jetzt gibt es 3 Reaktionsweisen. Nämlich, man verlässt die Startseite ganz schnell und sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Man macht gar nicht mit, aber sagt gar nichts. Also wie viele Menschen von denen, die hier jetzt antworten,
indem sie etwas antworten oder nicht antworten, wird überhaupt nicht ermittelt, sondern die können natürlich nur die zählen, die dann ein Kreuzchen machen. Also wenn jetzt 5 Millionen Leute alle wegklicken, weil es Müll ist, und 100 Leute kreuzen etwas an, dann sagen die nachher, 100% der Leute sind der und der Meinung. Was natürlich völlig klar, Unsinn, ne? Also, es muss bei jeder seriösen wissenschaftlichen Befragung die Möglichkeit geben, ich antworte nicht, ich will nicht antworten. Alles andere ist Quatsch. Wenn ich also eine Antwort vorformuliere, und jetzt kommt das also, wie die es hier gemacht haben, und die Vorformulierung trifft nicht das, was ich sage, weil ich etwas anderes meine, dann ist doch nicht damit eine Meinungsforschung getan, wenn ich eine Ankreuzmöglichkeit habe, wo steht, dazu habe ich keine Meinung. Ich habe ja eine Meinung, nur eine ganz andere. Oder dazu kann ich nichts sagen. Ja, das heißt dann nur, das hieße nur zu diesen angebotenen Fragen möchte ich nichts sagen. Das heißt nicht, dass ich nichts zu sagen habe. Oder es könnte auch sein, dass ich nichts zu sagen habe, aber zum Thema Papst oder Verschwörung im Vatikan hätte ich sehr viel zu sagen. Jetzt kommt also hier der Trick, den die machen, dann haben sie hier, wenn ich das mal so ins Bild bringen kann, solche Kreise kann man ankreuzen. Glauben Sie an Verschwörungen im Vatikan? Nein, das hört sich absurd an. Verschwörung im Vatikan hört sich absurd an. Oder, ja, ich kann mir im Vatikan alles vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Alles vorstellen gibt es gar nicht. Schon in der sprachlichen Formulierung Unsinn. Aber nehmen wir es mal volkstümlich, was man, ich kann mir alles vorstellen. So, ja, kann sein, ja, sozusagen. Also, nein, das ist absurd. Verschwörung gibt es nicht. Oder, ja, ich kann mir im Vatikan alles vorstellen. Oder, ja, aber ich glaube, der Papst ist sicher. Überhaupt auch wieder eine bescheuerte Formulierung. Sicher kann ja dann nur gemeint sein, sicher gegen Verschwörungen. Oder ist er sicher dagegen, dass man ihm eine leere Flasche über den Kopf haut oder dass man ihn in den Fahrstuhl bittet, aber der Fahrstuhl ist 2 Etagen tiefer, der stürzt in den Schacht. Also glauben Sie an Verschwörungen im Vatikan? Gibt es die Möglichkeit? Nein. Das hört sich absurd an. Ja, ich kann mir im Vatikan alles vorstellen. Oder ja, glaube an Verschwörung im Vatikan, aber ich glaube, der Papst ist sicher. Und die letzte Möglichkeit ist, dazu habe ich keine Meinung. Hier ist der ganz konkrete Fall, um zu wissen, was ein Teilnehmer meint. Was alle, die daran jetzt nicht teilnehmen, die das gelesen haben und wegschalten, weil sie sagen, was ist denn das für ein Quatsch, die werden überhaupt nicht erfasst. Also eine quantitative Aussage aufgrund dieser Abfrage, dieser Umfrage, dieser Meinungsumfrage, eine quantitative, dass Sie sagen, so und so viel Prozent haben so und so gesagt, können Sie nicht machen, weil Sie nicht wissen, wie viele Leute das angeguckt haben und haben es aber nicht mitgemacht. Sie kommen aber zu solchen prozentualen Aussagen dann. So, dann kommen aber die, die antworten, die keine Ahnung haben von Fragen und Antworten. Die glauben wirklich, mit diesen 3 Antworten ist alles gesagt. Also ich kann nur der Meinung sein, Verschwörung im Vatikan, nein, das hört sich absurd an. Und in Wirklichkeit würde ich sagen, ja, es kann durchaus sein, dass es Verschwörungen im Vatikan gibt, zum Beispiel durch Kräfte von außen, nicht Vatikan, die einzelne Vatikan-Kardinal, Prälat oder irgendwas, Sekretärin, sexuell oder finanziell oder mit Gewalt bedrohen, zum Beispiel bestimmte Informationen immer rauszubringen. Und dass das aufgrund eines Netzwerkes eine Verschwörung ist, der Papst sich nicht dagegen wehren könnte, wäre eine Verschwörung. Es kann aber auch eine ganz andere Art von Verschwörung sein. Ja, es kann sein, dass da ein paar Homosexuelle, so wie es ja jetzt auch durchsickert, dort in einem bestimmten Schönheitssalon eine Massageabteilung haben, wo die sich mit bestimmten Lustbürschchen treffen dürfen, aber dafür müssen sie ganz bestimmte personalpolitische Sachen machen. Verschwörung. Ohne jetzt zu diskutieren, wann darf man etwas Verschwörung nennen oder wann nicht, wann ist es nur kriminell oder wann ist es nur
Alltagsquatsch oder wie weit? Also es gibt viele Möglichkeiten. Wenn ich aber jetzt sage, glauben Sie an Verschwörungen, dann sage ich, nein, das hört sich absurd an. Das bedeutet doch nicht, dass ich das glaube oder nicht, nur weil es sich absurd anhört. Es kann ja auch sein, selbst wenn es sich absurd anhört. Ja, ich kann mir im Vatikan alles vorstellen. Der Satz ist natürlich Quatsch, weil alles ist nicht, es ist eine totalitäre Aussage, alles ist alles, alles kann man sich auch nicht vorstellen, aber zur Frage Verschwörung im Vatikan, ja, ist möglich. Ja, ich kann mir im Vatikan alles vorstellen. So, alle Stufen dazwischen sind hier nicht möglich. Das heißt aber nicht, dass ich keine Meinung habe, sondern ich kann eine andere Meinung haben. Es wird aber hier gar nicht möglich gemacht. Dann heißt es zum Dritten, glauben Sie an Verschwörung im Vatikan? Ja, aber ich glaube, der Papst ist sicher. Ja klar, da gibt es Leute, die sagen, Mensch, der ist jetzt so alt und da sind so viele harte Interessen umkämpft auf der Etage. Na, wenn sie dem mal nichts antun, es gibt ja immer wieder 33-Tage-Päpste, die umkommen, da sagt der, nee, ich kann gar nichts mehr retten, ich kann gar nichts mehr besser machen, außer mir noch selbst das Leben nehmen zu lassen, dann gehe ich lieber, ja. Verschwörung könnte man ja unterstellen. Und dann wäre die Antwort ja, aber ich glaube, der Papst ist sicher. Also Verschwörung gibt es, aber der Papst ist sicher. Ja, und wenn ich also diese drei blödsinnigen Meinungen nicht habe, dann gibt es dazu noch, dazu habe ich keine Meinung. Um das Problem hier geistig überhaupt reinzuhalten, müsste es die Möglichkeit geben, glauben Sie an Verschwörungen im Vatikan? Das hat mit Glauben gar nichts zu tun, aber ich antworte auf keine Ihrer vier Vorschläge, weil Ihre vier Vorschläge Müll sind. Diese Möglichkeit nicht teilzunehmen und selbst zu formulieren, warum ich nicht teilnehme, das ist die Bedingung bei einer wissenschaftlichen Befragung. Also wenn ich schon konkrete Werte in einen Satz binde und da soll man jetzt Ja oder Nein sagen, das kann man machen, dann muss darunter die Möglichkeit geben zu sagen, ich kann keiner Ihrer Sachen eindeutig Ja oder Nein antworten, aber ich stelle mir das so und so vor und da muss ich in einem offenen Satz selber formulieren können, dann käme ich zu einer vollständigen wissenschaftlichen Erhebung all derjenigen, die bereit sind, eine Meinung zu äußern. Im Unterschied zu denen, die ich dann auch zählen muss, die ich gefragt habe, die sagen, nee, da will ich nichts zu sagen. Und dann kommt der wissenschaftliche Aspekt, wenn ich also das so seriös gemacht habe, dann muss ich feststellen, also ich habe so und so viele Leute, die das und das gemacht haben, gesagt haben, und das sind ihre Erklärungen. Und um jetzt soziologisch, empirisch herauszufinden, was darf ich von diesen Leuten erwarten, die sagen das und das und das zu den Erklärungen? Welches Verhalten gehört dazu? Also die sagen das, aber tun die das dann auch selber? Und das muss man wiederum in einem zusätzlichen Ansatz klären, um dann sagen zu können, wir haben eine Wahl, demoskopische Umfrage, ja, Allensbach, Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine Woche vor der Bundestagswahl kommen die raus und sagen, so und so sind die Ergebnisse. Und wir haben das rausgekriegt und dann muss ich wirklich Kontrollforschungstechniken anwenden, herauszufinden, was gehört zu dem, was die sagen, alles Mögliche an wirklich konkret zu erwartenden Verhaltenssituationen. Denn situationsabhängig entscheiden sich die Leute dann, wie sie sich verhalten. Und zwar nicht, weil sie das und das vorher gesagt haben, sondern sie können sich ganz anders verhalten. Dann muss ich sozusagen ein Spektrum auffalten von verschiedenen Szenerien und kann dann sagen, in dieser Szenerie würden die Leute sich so verhalten, so und so und so und so. Aber ich kann nicht sagen, so und so viel Prozent wählen die CDU. Das kann ich nur generell rückwirkend sagen, welche Leute sind parteigebunden und so. Also in bestimmten genauen Ansagen funktionieren nicht. Deshalb sind diese demoskopischen Ansagen, Meinungsumfragen zur sogenannten Sonntagsfrage unmittelbar vor der Wahl reine Propaganda und Wahlbeeinflussung. Es ist alles völlig Unfug und wir erleben es immer wieder, dass plötzlich das Wahlergebnis ganz anders ist. Dann sagen sie, ja,
das Wetter war schuld oder wir konnten unsere Wähler nicht mobilisieren und so weiter und so fort. Also hier ist eine Umfrage, die nicht mal die Möglichkeit gibt zu sagen, die Fragen sind doof. Okay, das wollte ich hier sagen zum Kuckucksfragensystem, zu der Schweigespirale, alles was es im Raum gibt, Fachbegriffe, hinter denen sich ganz abgefeimte Unterstellungen verhalten. Insofern Meinungsforschung ist nicht Wissenschaft, sondern Propaganda. Wirkliche Meinungsforschung ist so kompliziert und so aufwendig, dass das keine Sau bezahlt. Mit anderen Worten, wir kriegen in den seltensten Fällen wirkliche Meinungsforschung. Sondern wir kriegen meistens Leute, wie jetzt bei der Didakta heute, Umfragetool, Internet, an Schüler, darüber, wie sie den Unterricht finden. Und mit diesem Quatsch kommt dann auf der Didakta im Deutschlandfunk heute jemand zu der Aussage und sagt, ja, wie haben Sie das denn nun überprüft? Haben Sie irgendwas besser machen können nach Ihrer Toolforschung Liquid? Und dann hat der Vertreter von diesem Quatsch gesagt, ja, wir haben ja auch am Ende die Eltern sogar gefragt, die waren auch zufrieden. Ja, was heißt, die Eltern sind zufrieden? Die Eltern sind zufrieden, wenn der Lehrer fragt, sind sie zufrieden? Dann kommt wieder das Gleiche. Welcher von den Eltern sagt zu einem Lehrer, wir sind nicht zufrieden? Die Eltern wissen gar nicht, was die mit diesem Tool gemacht haben. Da wird nur gesagt, wir haben jetzt Internet, den Schülern Mitsprache angeboten, sind sie zufrieden damit? Dann sagen sie, ja toll, Partizipation, Transparenz, ja. Es ist nur Blenderei. Also bitte immer hingucken, was ist wirklich Erklärung, was reden die Leute, was ist Schweigen und was ist wirklich am Verhalten zu erwarten. Und das weiß jeder Mensch auf seine eigenen Urteile, wie er sich verlassen kann und wie vage oftmals ist in der Erwartung, na hoffentlich tut derjenige dies und jenes, was er versprochen hat. Es ist aus vielen Gründen unsicher. So ist es. Okay, danke für den Aufruf hier.